Hallo Welt, hier ist Grünschwert 3 und 4 mit Let's Play Snailiet. Ja, das letzte Mal haben wir das Spiel soweit 100% abgeschlossen. Und in der letzten Folge will ich noch den Slug-Mode zeigen, weil ich finde, gehört einfach dazu. Dafür gehen wir auf ein neues Spiel. Ja, und können jetzt auf Slug starten. Mit Justin Snailiet. Okay, das kann die noch nicht. Na gut, die Geschichte kennen wir schon. Ja, wir starten als Schnecke. Düpp. Nacktschnecke. Ja, wir werden immer als Slugge jetzt angesprochen, also Slug, Nacktschnecke. Wir nehmen von allem doppelten Schaden, soweit ich weiß. Ja. Und wir können, glaube ich, auch nicht das Defensiv-Upgrade, also die Full Metal Snail einsammeln. Aber. Ach, und Gras. Ist nur ein Nom. Weil Lackschlangen Hunger sind. Und ich würde einfach mal sagen, ich spiele jetzt so 20 Minuten und schau mal, wie weit ich komme. Es ist quasi der Hard Mode. Anders. Weil wir, man sieht es vielleicht schon, mit dem Schnellfeuermodus starten. So. Genau. Hier. So. Oder haben wir auch schon eine andere Waffe? Nee. Genau. Also ja, Slug-Mode ist quasi der Hard-Mode im Spiel. Ich werde auf jeden Fall nicht 100% machen, weil das wäre ein bisschen absurd. Ich habe das Gefühl, Sluggy ist ein bisschen schneller, aber... Au. Ja, doppelter Schaden durch alles. Au. Na komm. Aber dafür machen wir halt am Anfang erheblich mehr Schaden, weil wir halt Schnellfeuer haben. Und wer es nicht verstanden hat, das Passwort am Anfang war eine Einspielung auf Metroid, wo man im ersten Teil... Au. Als Passwort Justin Bailey eingibt. Und denselben Effekt hat quasi. Man hat alle Waffen, aber halbe Rüstung, ich glaube schon. Und der Sprite ändert sich halt ein bisschen. Ja. Daran habe ich mich mal erinnert, dass der Witz am Anfang kommt. Na gut. Na komm, hoch mit dir. Tipp. Da kommen wir nicht durch, nein. Und rüber. Hier kann man auch nichts machen. Yep. So, yep. Ich weiß gerade auch nicht, ob sich die KI von Gegnern bei den Gegnern irgendwas ändert, wenn man auf Slug-Mode spielt. Aber ich. Ups. Würde bald sagen, dass die Schleime ein bisschen aggressiver sind zumindest. Aber das kann auch nur meine Einbildung sein. Also ist das wahrscheinlich der Fall. Die springen höher, oder? Keine Ahnung. Ja. Oh, Safe Point. Oh, der kann ich nicht tun. Okay. Ich hab's verstanden. Nope. Sterbt. Ist halt angenehm, am Anfang so viel Schaden machen zu können. Hoch. Ich hoffe mal gerade, dass es Eis und Gravity Upgrades. Na klar, die muss es geben, aber. Au! Böser Vogel. Ja! Ah! Zu viele Vögel, Hilfe! Jetzt dadurch, ja. Ach, der erste Boss.
Oder auch nicht. Hä? Wo bin ich hier überhaupt? Ich weiß es nicht mehr. Hilfe. Nee. Nee. Hier kann ich immer noch nicht. Hilfe, 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 Hilfe. Huch. Gibt's einen Herzcontainer? Oh, bitte sag mir, es gibt einen Herzcontainer. Nö. Ah! Oder gibt's im Slagmut überhaupt Herzcontainer? Au. Mich nervt gerade ein bisschen, dass man nur 5 Schüsse on screen haben kann gleichzeitig. Hm. Das ist ganz dezent uncool. Ah, ja. Hallo du. Ja, ich. Hm, ich glaube, brauchen wir eine andere Waffe erst. Norm. Yep. Ja. Aha, Boss. Ja, die Pink ist krass, sieht immer noch ganz, aber. Ja. Die Bosse sind jetzt auch ein bisschen schwer, weil man nur 3-mal getroffen werden darf. Yep. Ja. Dafür halten die selbst allerdings auch nicht so viel aus, wenn man Schaden hat, wie sonst man. Ah. Au. Au. Na. Ah. Stopp. Oh, danke. Ja. Es gibt Herzcontainer, das ist schon mal gut zu wissen. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ob die Bumeringe jetzt wirklich stärker geworden sind durch das, durch den Slug-Mode. Hm. Ich muss irgendwie hier runterkriechen, aber. Nee. Achso. Ja, Helix-Fragmente will ich doch nicht sammeln. So. Jetzt geht's hier lang, glaube ich. Achso, jetzt bin ich hier wieder. Links? Ich glaube ja. Nee. Huch. Genau, jetzt geht's hier durch. Wie? Na, was geht? Der kommentiert, wenn man ihn dort runterholt, wie cool. Na gut, rennen wir noch ein bisschen durch Spirales Leere durch. Au! Daran habe ich mal gedacht. Ich bin tot. Da komme ich raus. Okay, das geht noch. Springen wir mal drüber. So. Wie? Ich habe nach wie vor keinen Plan, ob der Bumerang irgendwie stärker ist jetzt. Huch. Gibt's ein Herzcontainer oder was? Ne, nur ein Helix-Fragment. Hey, ich will doch keine Helix-Fragmente haben. Bleib mir weg mit dem Zeug. I. Ein Safe Point, nett. Ja, stopp. Danke. Warum mache ich mir Schaden? Ich hab. Ah, Killer Kitties. Kein Plan. Au.
Kann mich überhaupt schon durch? Sieht zumindest so aus gerade. Ach, hier gibt es Eisschnell-Upgrade. Okay. Eisslag, okay. Schön zu wissen. Tut mir jetzt weh? Nein, gut. Ich hätte es dem Spiel ehrlich gesagt zugetraut. Dass die sowas rausbringen, dass Eis dann trotzdem wehtut, die Eisgegner. Nee, gut. Au. Mit dir lege ich mich gar nicht erst an, Kitty. Au. Au. New. Geht's jetzt hier durch? Dip. Für den Hexfang. Wo muss ich denn da jetzt hin? So. Ich weiß nicht, was er jetzt gebracht hat, weil ich eh tot bin, aber... ja. Gehen wir mal nach unten weiter. Hier können wir jetzt nicht mehr. Ah, die Lava bestimmt noch. Oder was auch immer das sein soll. Ja. Wer weiß. Au, ja, die tut mir noch was. Ich hätte sollt speichern. Tipp. Dafür mache ich es halt jetzt. Tipp. Boomerang bitte. Triff. Auch. Mal. Tipp. Au. Au, au, au. Ja. Hard Mode. Ich könnte mich eigentlich ruhig heilen mal. Strategisches Spiel. Wie, au. Na, das hat's gebracht. So. Au. Hey, Fortschritt. Ah, ist der Boss, okay. Oder noch nicht. Gut, dann eben kein Boss. Yep. Das Sex verwendet, dort können wir gestohlen bleiben. Ja, hey. Nach der viel zu bunte Raum. Ich habe schon wieder ohne Tür geöffnet, dieser Bumerang, ey. Huch. Der Bumerang kann die Roten töten, das wusste ich gar nicht. Hm. Geht noch nicht durch ohne Regenbogen. Jep. Aber hier kann ich durch. Hier war der Boss. Oh, so weiß. So, hat sie bei den Bossen irgendwas geändert? Nö. yes. Obwohl, du scheinst mir ein bisschen aktiver zu sein mit deinen Bewegungen. Tja. Bildschirm, Wackel, Getöns, Hilfe. Oh gut, jetzt habt ihr den Boss auch mal im ganzen Bild auf dem Screen. Ich habe nach wie vor keine Ahnung, was sich OBS da gedacht hat. Aber gut. Wahrscheinlich gar nichts. Au. Hier dort oben könnte drüben mal kaputt gehen. Danke. No. Ja. Okay. Na,
Ja. Sollte vielleicht wirklich versuchen, zuerst die Kanonen zu töten. Ja. Hey, wie verhält ihr denn aus auf einmal? Danke. Ja. So. Au. Sollte aufpassen, wo ich hinlaufe. Ja. Na komm, den Boss will ich wenigstens noch schaffen. Au. Ja, was machst du denn? Au. Okay, Akroboss. Ich glaube, ich sollte mich doch mehr auf die Füße konzentrieren. Au. Irgendwas habe ich da ganz viel getroffen, aber ich weiß nicht was. Das war fies. Au. Oh, das ist heftig, wenn man nur so wenig HP hat. Yep. Das ist auch so nervig, dass man immer springen muss, um mit dem Bumerang zu Stompy zu treffen. Ja. Jipp, au. Wie mir das immer noch im letzten Frame trifft, ey. Au, au, au. Und deswegen spielt das Spiel ja auch nicht weiter auf dem Schwierigkeitsgrad so. Ich wollte nur mal zeigen, was Sagmod ist und ihr habt es gesehen und es ist schwer und es ist doof und es ist bäh. Okay, das war's mit Snail jetzt und nächste Woche gibt's ein neues Projekt. Tschüss.